Willkommen zurück zu einer Runde Dishonored und diesmal ja eine andere Art von Dishonored, denn ich spiele die Erweiterung Dunwall City Trials. Willkommen zu den Dunwall City Trials. Hier kannst du deine übernatürlichen Assassine-Fähigkeiten in 10 verschiedenen Prüfungen schärfen und deine Leistung mit anderen Spielern aus der Welt vergleichen. Es gibt 4 verschiedene Arten von Prüfungen: Schleichen, Mobilität, Kampf, Rätsel und so weiter. So. Du erhältst eine 3-Sterne-Wertung. Für jeden erzielten Stern wird in der Galerie ein Artwork freigeschaltet. Wenn du manche Prüfungen 2 Sterne erzielst, wird für die betreffende Prüfung die Schwierigkeitsstufe Experte freigeschaltet. Dein Fortschritt, deine Punkte, deine freigeschalteten Inhalte werden automatisch in deinen Benutzereinstellungen gespeichert. Okay. Prüfungswahl. Was gibt es denn hier so Schönes? Sammle 4 Hinweise, ohne entdeckt zu werden, und im Haus zu ihr. Ach du Scheiße. Das ist ja genau mein Ding. Sammle 4 Hinweise, ohne entdeckt zu werden. Okay, zufällig neu bestimmt. Ohne alle Hinweise ist die Prüfung beendet. Ach du Kacke. Ah, okay, hier sind die Hinweise. Ist da jemand? Oh. Wieso sind da auch noch jemand? Wieso ist da auch noch jemand? Oh nein! Das darf doch alles nicht wahr sein, verfluchter Mistermann! Auf gut Glück, oder? Ah, ich guck mir das mal an. Also. Der Hinweis ist da. Irgendwo. Ach du Scheiße. Ach, ich weiß, wo der eine Hinweis ist. So. Boah, ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. So. 1860 Punkte bisher. Dieses geht so schief hier. Ich sehe es kommen. Aber Kronleuchter sind chillig. Weder Helmut oder was. War das richtig? Die ist weggelaufen. Eine Puppe. Eine... Nochmal, wieso? Ich dachte, die sehen mich da nicht, weil wir auf einem Kronleuchter sind.
muss ich die ganzen Hinweise... Ich hatte erst den Hinweis, aber trotzdem. Also Spaß nochmal machen. So. So. Die Hinweise sind jetzt auch woanders. Nein. Warum? Auf gut Glück. So. So. Ich brauche eine Ratte. Mieser dreckiger Abschaum. Wir haben irgendwie rote Kleidung. Wow. Gibt's hier auch bestimmt nur zwei, drei von, ne? Wo ist jetzt diese eine Waffe hier? Die... Da, gut, okay. Mach ne Elixier. Herzrasen. Wahrscheinlich Ratten, die sind überall. Verdammt! Jetzt habe ich dich. Die Frage ist... Kacke, oh, ich muss mein Ziel irgendwie finden. Oh, das ist so... Ah, ich weiß, wo mein Ziel ist. Nein, die haut ab. Ja... Ich habe die gerade gesehen. Ist diese Puppe ein Synonym? Weil ich ihn nicht gefunden habe? Wie viel Zeit habe ich noch? Einmal noch. Das ist... Ich muss sie betäuben. Ich kann das nicht ohne. Ich bin das gewohnt. Alle störenden Personen zu betäuben. Aber es gibt weniger Punkte, haben die gesagt. Komm, einmal noch. Mindestens einmal. Die anderen Hinweise sind alle da hinten. Da war ich bisher, glaube ich, noch gar nicht, oder? Helm, Hut oder Maske? Ich meine, man... Ich kann einfach random jemanden töten.
Theoretisch. Das war die falsche, die hatte gar keinen Helm auf. Wir machen das jetzt so. Ich schaffe das jetzt ganz ohne die Hinweise. Ich gehe einfach random dahin und töte jemanden. Wie wär's damit? So, erstmal hier hin. Super Stealth Modus. Die Rattenlöcher sind voll wie... Verdammt! Attentäter! Hä? Attentäter? Hey, yo, Bros, was geht? Hi. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Ja, super, den Hinweis hatten wir bisher auch noch nie. Das wenn das Ziel sofort Bescheid wusste, oder? Ja, super. Also diese Puppe steht nur dafür, dass ich es nicht gefunden habe. Ja, super. Das war nicht so erfolgreich. Ich mach mal die anderen Prüfungen in einer nächsten Aufnahme. Vielleicht sollte ich ein bisschen üben. Prüfung verlassen. Richtig. Gut, was mache ich denn als nächstes? Ach, es gibt noch Expertenprüfungen. Oh, scheiße. Einbrechen und Sachen mitnehmen. Ich meine, das kriege ich vielleicht hin. Wenn man betäuben darf, easy. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und bis dann.